بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind heute mit der 16. Folge und heute lernen wir inshallah Maddullin. Maddullin ist, wenn man am Ende der Verse, an der vorletzten Stelle einen Elif, Waw oder Ya hat. Dieser Elif, Waw oder Ya hat ein Sukun. Also man stoppt darauf. Und in dieser Lage kann man dann eben verlängern von oder zwischen 2, 4 oder 6. Zum Beispiel in Surat Al-Quraysh, damit ihr das besser versteht, haben wir Li'ila fi Quraysh. Am Ende der Verse oder am Ende der Sura haben wir Min Khauf. Und hier haben wir dann eben die Wahl zwischen 2, 4 oder 6, je nachdem, wie schnell man in der Rezitierung ist. Ich habe hier als zweites Beispiel ein nicht so gutes Beispiel gegeben, weil hier die Verse nicht zu Ende geht. Aber es ist eben vorhanden, also diese Bedingung, dass der vorletzte Buchstabe ein Med ist und der dann einen Sukun hat, das ist eben vorhanden. Deswegen habe ich das geschrieben, aber eben könnte man da nicht stoppen. Und hier nur als Beispiel zeige ich, wie man das verlängern kann. Und zwar, وَذَلِكَ الْفَوْزِ. Natürlich, wie gesagt, dass man im Koran das nicht stoppen kann, weil da noch ein Wort fehlt. Und inshallah hat euch das Video gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.